Okay, das heißt, ich habe jetzt das Head-Up-Display. Schwierig einzustellen. Okay, wie muss ich den konfigurieren? So, jetzt sagt er euch Reset MCP Altitude. Das heißt, ich muss hier neu eindrehen. Drehe gleich auf 3000 Fuß ein und dann müsste eigentlich am Top of Descent gleich mit dem Descent beginnen. Das heißt, wir kümmern uns jetzt mal auf die Before Starting Descent Checklist, Pressurization Set for Destination Airport, das passt. Engine Ignition Continues. Und Lower Altitude Set, das haben wir. Und das nächste Mal kommt die Checklist bei 18.000. Wenn wir 18.000 Fuß erreicht haben. Die exakte Höhe der Runway in Fuß, das muss ich zuerst mal schauen. Moment mal. Also ich weiß jetzt von der Runway, die Elevation weiß ich nicht. Aber 163 Fuß ist die vom Airport, reicht das? So, ihr seht. Wir haben den Descent begonnen. Und es geht jetzt hier mit Riesenschritten Richtung Istanbul. Istanbul. Nach Istanbul fliegen wir.
Runway 05 haben wir uns ausgesucht. Und übrigens, No Smoking Lights sind nicht auf off die ganze Zeit. Was ich weiß, gibt es hier gar keine No Smoking Lights mehr. Die sind nämlich immer auf on. Aber korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Das müsste ja hier sein, aber das ist nur noch der Chime. So, dann hoffe ich, dass wir, je tiefer wir kommen, mehr von FTX Global sehen werden. Okay, 93 Fuß, dann müssen wir jetzt noch korrigieren. Nein, 3 Fuß, jetzt habe ich sie auch. Aber ich muss doch die Elevation auf die Runway Elevation nehmen, oder? Okay, auf Runway. Okay, und Länge der Runway. Acht, fünf, drei, null Fuß. Und jetzt? Ich hoffe, das passt jetzt so. Was meinst du, was stimmt an der aktuellen Flughöhe nicht mehr? So, Entschuldigung, jetzt habe ich natürlich vor lauter Programmieren die 18.000 Fuß Checklist vergessen. Das können wir dann jetzt aber machen. External Lights. Set. Ultimate, das haben wir die Transition Height noch nicht, erreicht und Seatbelt Sign ist on. Okay, wenn wir das jetzt alles so schön programmiert haben, muss ich fragen, wollt ihr eine automatische Landung oder wollt ihr eine manuelle Landung?
und machen wir die Transition. Ich mach's manuell. Dann wird's wenigstens peinlich. So, 10.000 Fuß. Wir kontrollieren nochmal die Approach Page. So, check this before starting approach, radios tuned, approach speed selected, auto brake armed, die habe ich aber auf off und speed brakes armed. Okay, dauert jetzt noch ein bisschen Drag required, das heißt, ich brauche die Speed Brakes doch noch jetzt. Physik Matze, diese Checklisten kommen aus dem 737 NG Training Syllabus von Mike Ray.